Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wurde schon öfters gefragt, wie ich mir eigentlich meine Schwangerschaft und die Geburt vorgestellt habe und wie es im Endeffekt wirklich war oder ist in der Realität. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal darüber berichten, Geburt und Schwangerschaft, Vorstellung versus Reality. Genau, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen noch direkt los. Ja, fangen wir natürlich erstmal damit an, mit der Schwangerschaft, dann beginnt das ganze Jahr. Man stellt sich ja so eine Schwangerschaft einfach so vor, dass man richtig viel spuckt, weil einem ja so übel ist und man einfach ganz viel schläft, aber es auch ganz, ganz wundervoll ist, wenn man ein Baby im Bauch hat und das tritt ganz toll. Und ich habe mir die Schwangerschaft auch so vorgestellt, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr viel erbrechen werde. Und im Endeffekt war es überhaupt nicht so. Ich habe einmal erbrochen und mir war zwar ziemlich oft sehr übel und ich musste auch oft mich einfach mal kurz hinlegen und entspannen und so, weil mir einfach so übel war. Aber so richtig, die Kleine habe ich hier im Babyfon. Falls ihr eben irgendwas hört, dann liegt es daran. Weil der Hund da immer lang läuft und dann geht das Babyfon direkt an. Genau. Wo war ich denn jetzt? Also, es ist aber nicht so, dass ich jetzt total viele gespuckt habe oder erbrochen habe, sondern wirklich nur einmal erbrochen. Und so übel war mir jetzt auch nicht. Also das habe ich mir wirklich anders vorgestellt und das war in der Realität einfach ganz, ganz anders. Ja, dann stellt man sich ja auch vor, was man alles halt einfach so hört, dass man total Heißhungerattacken bekommt und ganz viel auf einmal isst. Oder auch Gelüste, zum Beispiel saure Gurken mit Sahne oder so. Also bei mir war das überhaupt nicht so. Ich hatte nie Heißhungerattacken. Ich hatte nie Gelüste irgendwie. Also ich habe Ananas mit Gurken gegessen. Also Ananas mit Schokolade vom Schokobrunnen mit Gurken. Aber nicht zusammen, sondern nacheinander. Und das habe ich euch auf Instagram mal gezeigt. Und dann habt ihr gesagt, ach, Gelüste der Schwangerschaft. Aber ich habe das nicht so empfunden. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt auch gegessen. Wir waren jetzt vor kurzem wieder in dem Restaurant essen. Ich habe es wieder gegessen, obwohl ich gar nicht schwanger bin. Also ich denke nicht, dass es ein richtiges Gelüst war sozusagen. Und genau, sonst hatte ich eigentlich gar keine Gelüste, keine Heißhungerattacken. Aber das habe ich mir auf jeden Fall auch anders vorgestellt. Ja, was man ja auch hört, man nimmt so viel zu und man wird richtig fett sozusagen. Und auch das war bei mir nicht so. Ich habe in der Schwangerschaft 10 Kilo zugenommen. Und das ist auch schon alles wieder runter. Ich habe mir wirklich in der Schwangerschaft ziemlich viele Sorgen gemacht, ob ich meine alte Figur wieder bekomme und wie ich danach aussehe. Klar, das macht man sich, glaube ich, einfach. Aber im Endeffekt war es so, dass ich kurz vor der Entbindung wirklich dachte, okay, dann ist es so. Wenn du danach 30 Kilo mehr wiegst, dann ist es so. Felix hätte mich sowieso so genommen, wie ich bin, sagt er immer. Und im Endeffekt war es mir dann auch egal. Und nach der Geburt habe ich einfach gesehen, wow, mein Körper ist fast wieder so wie vorher. Und es hat mich natürlich gefreut, aber wäre ich jetzt auch ein bisschen dicker gewesen oder würde ich jetzt nicht die ganzen 10 Kilo wieder runter haben, wäre mir das auch egal gewesen. Aber man stellt sich einfach eben vor, dass man total viel zunimmt. Ja, dann wird ja auch gesagt, die Schwangerschaft macht die Frauen schön, man strahlt, man wird richtig schön halt in der Schwangerschaft. Aber ich fand, ich war nicht so schön in der Schwangerschaft. Also klar, ich war eine schöne Schwangere durch den Bauch, das sah alles total schön aus und die Proportionen haben gut gepasst, sage ich mal. Also der Bauch war nicht zu groß und auch nicht zu klein und die Brüste sind auch nicht so doll gewachsen, dass sie jetzt überdimensional sind. Das hat einfach alles gut gepasst, das fand ich schön, aber so richtig pickelfrei und strahlende Haut, das hatte ich gar nicht. Ja, was ich aber schlimmer hatte, als ich mir vorgestellt habe, ist die Müdigkeit. Also ich habe vorher nicht gedacht, dass ich so krass müde bin und auch schlapp und träge. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, so an sich. Ich habe immer gedacht, ach, es ist halt anstrengend, mit so einem dicken Bauch rumzulaufen, aber so richtig müde und dass man wirklich so schlapp ist und dass das Laufen vor allem so anstrengend ist am Ende, das hätte ich mir nie erträumt. Also das habe ich mir nie vorgestellt, so schlimm. Das kann man wirklich schon sagen, dass das auf jeden Fall schlimmer ist als in meiner Vorstellung. Weil das Laufen am Ende, wirklich so in den letzten Wochen, war das wirklich anstrengend, weil das so nach unten gedrückt hat und so, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt. Ja, und dann habe ich mir auch am Anfang so vorgestellt, 9 Monate. Das ist so eine lange Zeit und bis du dann das Baby endlich in den Arm hältst, dauert es so verdammt lange. Aber im Endeffekt hast du zack und die Schwangerschaft war vorbei. Also das ist auch, das habe ich mir nie, also
wie gesagt, ich habe echt gedacht, ich bin auch so lange schwanger und das dauert alles so lange und dann zack, war die Kleine schon da. Ja, was ich auch nicht so gedacht habe, ist, dass der Haarwuchs am Bauch so doll ist. Also ihr habt ja auf Instagram, glaube ich, auch schon oft gesehen, dass ich so Bauchfotos gemacht habe und da habe ich sehr, sehr krassen Haarwuchs bekommen. Der ist jetzt schon wieder zurückgegangen, also jetzt habe ich fast gar keine Haare mehr am Bauch. Aber in der Schwangerschaft, das fing relativ früh an, habe ich wirklich richtig viele Haare am Bauch bekommen. Und das macht der Körper halt automatisch, um den Bauch zu schützen, um das Kind zu schützen und zu wärmen, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Aber das hätte ich auch nicht erwartet, dass das so krass ist. Ja, was ich auch nicht gedacht hätte, der Bauchnabel so aussieht, wie er aussieht. Also, dass er sich verändert, ist klar durch die Dehnung und so. Aber dass er so sich so krass verändert, ich meine, er ist immer noch nicht so wie vorher und ich glaube, er wird nie wieder so sein wie vorher. Das habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe das, glaube ich, am Anfang habe ich, glaube ich, so gar nicht drüber nachgedacht über den Bauchnabel. Aber jetzt so nach der Schwangerschaft, ja, da hat sich schon ordentlich was getan, sage ich mal. Ja, wo wir schon beim Bauchnabel sind, kommen natürlich auch die Dehnungsstreifen. Also ich habe immer gedacht, ich bekomme richtig viele Dehnungsstreifen. Also ich dachte echt, du bist im richtigen Pechpunkt, du kriegst richtig, richtig viele Dehnungsstreifen. Und allein weil der Bauch schon so das Wichtigste an meinem Körper ist, ich finde fand mein Bauch am schönsten an meinem Körper, habe ich so gedacht, okay, dein Körper will dir einen richtigen Streich spielen, du kriegst richtig fette Dehnungsstreifen. Am Ende habe ich keinen einzigen bekommen, außer am Bauchnabel so einen kleinen Riss. Das zähle ich aber zum Bauchnabel dazu, nicht als Dehnungsstreifen sozusagen. Und ja, ich bin verschont geblieben. Und auch hätte ich welche bekommen, wäre das auch nicht schlimm gewesen. Falls da jetzt wieder irgendwelche Kommentare bekommen, weil ich habe ein Kind auf die Welt gebracht oder ein Kind in mir getragen. Ich meine, das ist völlig in Ordnung. Ja, und was ich zum Schluss, was ich auch nicht erwartet hätte, sind die krassen Wassereinlagerungen. Also ich bin ziemlich lange davon verschont geblieben. Ungefähr 4 Wochen vor der Geburt fing das erst an. So 34, 35. Woche fing das erst an. Und zwar richtig doll hier in den Armen. Ganz, ganz doll hier. Und unten die Unterschenkel. Und da, wo die Socken waren, sozusagen, hat es schlagartig aufgehört. Das war so schlimm, dass es echt richtig dick war und ganz hart und so. Also das war echt schon heftig. Damit habe ich am Anfang auch überhaupt nicht mitgerechnet. Also ich dachte echt, bevor ich schwanger war, das bekomme ich nicht. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Aber das war schon nicht ohne. Ja, nach der Schwangerschaft kommt die Geburt. So. Und ich habe mir meine Schwangerschaft immer so vorgestellt, meine Geburt immer so vorgestellt, dass ich richtig Pech habe und richtig lange brauche. So ein paar Tage lang in den Wehen liege. Einleitung, Wehenmittel, alles. Ich habe echt gedacht, okay, Maggie, du kriegst alles. Du, wenn, dann richtig, dachte ich mir. Und ja, im Endeffekt hat es 4 Stunden gedauert, um 18 Uhr ist die Blase gesprungen, um 7:30 nee, um 6:30 habe ich erst Wehen bekommen und um kurz vor 10 war die Kleine da. Also so traumhaft hätte ich mir das wirklich niemals vorstellen können. Falls ihr den Geburtsbericht noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den mal hier oben. Da erzähle ich dann euch ein bisschen intensiver über das Thema, ja, weil es einfach auch so schnell ging und so krass war. Aber wie gesagt, ich habe mir wirklich vorgestellt, okay, Maggie, du sitzt da richtig lange. Du wirst da richtig leiden und ja, da ein paar Stunden, wie gesagt, hocken und so. Aber das war dann ganz, ganz anders. Ja, was ich auch erwartet habe, ist auf jeden Fall ein Dammriss. Ich bin einfach so klein und zierlich und dachte mir, okay, du wirst sicher einen Dammriss haben oder einen Dammschnitt bekommen. Und habe damit auch schon felsenfest gerechnet, dass ich dann einfach ein bisschen doll gerissen bin. Ja, hätte ich so nicht erwartet, aber es passiert. Aber der Damm ist heile geblieben. Ja, was ich auch ganz oft dachte oder so kurz vor der Geburt dachte, entweder du hast eine richtig lange Geburt oder du hast eine richtig kurze Geburt, wo das Kind noch im Auto kommt. Das Problem ist nämlich gewesen, dass mein Freund ungefähr 1 Stunde von der Arbeit nach Hause fährt. Und ich echt dachte, oh Scheiße, wenn der das nicht schafft und wir dann im Auto sind und das Kind kommt im Auto. Ja. Da habe ich auch oft drüber nachgedacht. Ja, was ich auch oft in der Mitte der Schwangerschaft ungefähr so gedacht habe, dass ich einen Kaiserschnitt bekomme.
weil es nicht funktioniert, weil mein Körper die Wehen nicht von alleine hinbekommt oder weil das Wehenmittel auch nicht funktioniert. Also ich habe oft gedacht, dass ich auf jeden Fall einen Kaiserschnitt bekomme, aber hätte ich auf jeden Fall nicht gewollt. Das ist wirklich das Letzte, was ich gewollt hätte, so einen Kaiserschnitt. Natürlich, wenn es dem Baby schlecht geht und so, aber ich bin froh, dass es keiner geworden ist. Ja, was ich auch gedacht habe vor der Geburt, dass man so einen Geburtsvorbereitungskurs unbedingt braucht. Ich habe ja keinen besucht und ich habe aber immer gedacht, oh, man braucht unbedingt einen Geburtsvorbereitungskurs. Du weißt doch gar nicht, wie du atmen sollst. Du weißt doch gar nicht, was du machen sollst während der Geburt. Und im Endeffekt kann ich wirklich sagen, genial, dass ich keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Ich bin einfach so in die Geburt gegangen und ich habe es einfach so richtig gut gemacht. Kann ich wirklich von mir selber sagen. Ich wusste direkt, was ich machen soll. Ich wusste direkt, was mir gut tut. Ich habe genau das gemacht, was mir gerade geholfen hat. Ich habe direkt gut geatmet oder richtig geatmet. Und es hat einfach alles funktioniert. Also, falls hier werdende Mütter zuschauen, versteift euch nicht auf diesen Geburtsvorbereitungskurs. Klar, er besteht nicht nur aus der Geburt an sich, sondern in einem Geburtsvorbereitungskurs lernt man auch andere Sachen, zum Beispiel über das Stillen, über den Papierkram und so. Aber so an sich richtig die Geburt, da hätte ich keinen Geburtsvorbereitungskurs gebraucht oder habe ihn ja auch gar nicht gebraucht, weil glaubt mir, ihr meistert das direkt. Ihr wisst genau, was euch in dem Moment gut tut. Ihr wisst genau, wie man atmet, weil ihr werdet einfach die Schmerzen haben und ihr werdet einfach atmen, so wie es euch genau gut tut und wie es auch hilft. Und ja, das hätte ich mir aber auch nicht vorgestellt. Ich habe echt gedacht, oh Scheiße, du hast keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, du wirst da voll untergehen und so. Aber im Endeffekt alles richtig toll. Ja, was ich aber auch gedacht habe, ist, dass der Blasensprung sich anders anfühlt. Also bei mir ist ja die Blase gesprungen und damit ist sozusagen die Geburt begonnen. Damit hat die Geburt begonnen. Und ich dachte echt, da läuft einfach Wasser raus und dann ist es vorbei. Aber ich lag ja im Bett und es hat Peng gemacht. Und dann kam das Wasser direkt. Das habe ich so nicht erwartet. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakulärer Moment, würde ich mal sagen. Ja, was ich auch gedacht habe, dass man einfach viel mehr schreit. Also während der Geburt, wo das Kind halt wirklich dann kommt oder auch allgemein bei den Wehen vorher. Also, dass man wirklich, man sieht es ja im Fernsehen immer, die Frauen schreien, die schreien, schreien. Und ich dachte auch, oh mein Gott, du schreist denn da und alle hören dich, das ganze Krankenhaus unterhaltest du und so. Und im Endeffekt hatte ich eigentlich eine mucksmäuschenstille Geburt. Also, ich habe ja das ja, die Presswehenphase habe ich komplett gefilmt und ich habe nur in dem Moment einmal Aua geschrien, als ich gerissen bin. Das weiß ich noch ganz genau, dieser Moment, wo ich gerissen bin. Da habe ich einmal kurz Aua geschrien, es tut weh. Aber halt auch nicht so, dass die Nachbarn es hören wird, also im Nebenraum, sondern wirklich nur für mich selber. So, Aua, das tut weh. Aber so richtig geschrien habe ich nicht. Und auch so bei den Wehen vorher, klar, es tat weh und ich habe immer nur. Also ich habe nicht wirklich geschrien, sondern ich habe einfach nur laut geatmet. Das habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Ja, und dann zu guter Letzt habe ich mir die Presswehen auch ganz, ganz anders vorgestellt. Also mir wurde, oder ich habe immer so gehört, oder man hört ja allgemein so immer, die Presswehen, oh, die sind so schmerzhaft, weil der Kopf kommt da raus und oh, das tut so weh. Und im Endeffekt waren für mich die Presswehen aber erholsam. Also als die Presswehen angefangen haben, oh, das war so schön, wirklich. Es war so schön. Es war so erholsam, weil man konnte was machen, man konnte drücken, man konnte helfen. Und ich hatte kaum noch Schmerzen. Wirklich, ich hatte nur noch Schmerzen, als es da unten sich eben gedehnt hat, aber nicht mehr diese Bauchschmerzen, diese Wehenschmerzen, sondern nur noch diese Reißaufdrückschmerzen, wo der Kopf halt eben rauskommt, aber nicht dieses richtige Bauchschmerzen, sag ich mal. Ja, mein Lieben, das war die Schwangerschaft und Geburt in der Realität, sage ich mal. Also wie ich sie mir vorgestellt habe und wie sie jetzt so wirklich waren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde dazu nochmal einen Teil mit dem Mama sein drehen, wie das so ist, Mama zu sein, Vorstellung und Realität. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!